So, wir sind hier heute in dem neuen und neu eröffneten Schwimmbad in Langförden. Das ist das Schul- und Vereinsschwimmbecken, was wir innerhalb des letzten Jahres komplett saniert haben. Wir sind hier in der Schwimmhalle selber. Das ist für mich ein phänomenaler Eindruck, als ich hier heute das erste Mal in dem fertiggestellten Schwimmbad gewesen bin. Das stellt sich komplett anders dar, als ich es bisher erlebt und gesehen habe. Ein total moderner, neuer, einladender Raum, der dazu einlädt, sich ins Wasser zu begeben, zu schwimmen, das Wasser, Element Wasser zu nutzen. Und das ist auch das Ziel, was wir erreichen wollten mit der Sanierung. Wir wollen hier in Langförden nicht nur für die Schule ein adäquates Schwimmbecken anbieten, in dem die Kinder schwimmen lernen, was ja immer wichtig war, aber auch immer wichtig sein wird, sondern wir wollen auch für die Vereine die Möglichkeit hier eröffnen, in entsprechender Atmosphäre mit dem entsprechenden auch zeitgemäßen Angebot Schwimmsport im Verein anzubieten, das auch Gesundheitssport sein kann. Das bietet dieses Bad ab heute allen Vereinen, allen Menschen in Langförden. Auch das freie Angebot am Freitagnachmittag wird erhalten bleiben. Wer in Langförden will, kann am Freitagnachmittag hier entsprechend dieses Bad nutzen. Rundum, ich bin begeistert von dem, was hier in diesem Sanierungszeitraum geschaffen worden ist. Es rechtfertigt die Aufwendungen, die wir dafür betreiben, es rechtfertigt die lange Diskussion, die wir hierüber geführt haben. Hier kann man in der Tat sagen, Ende gut, alles gut und nun rein ins Wasser und genießen. Hier sind wir auch in dem alten Schwimmtechnikraum. Hier gab es ja früher so eine Treppe runter, da konnte man dann von dem Bereich aus, wo jetzt das Behinderten-WC ist, runterkommen. Diese Technik ist komplett rausgekommen, der Raum war leer und ist wieder neu aufgebaut worden. Mit drei großen Filtern, mit dem Schwallwasserbehälter, da hinten das überlaufende Wasser wird wieder aufgefangen, kommt wieder in den Kreislauf rein, wird hier gereinigt und gibt dann wieder rein. Und wir haben da nochmal einen zweiten Schwallwasserbehälter, um den Ausgleich immer zu haben.